Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Teil 1 des Achtelfinals steht an. Ja, ich weiß, Rot-Weiß Essen gegen Leverkusen ist nicht dabei. Es tut mir leid, aber Essen gibt es bei FIFA nicht und ich hatte keine Zeit, sie zu erstellen. Es tut mir wirklich leid, aber es lässt sich leider nicht ändern. Deswegen die drei Spiele, morgen die restlichen vier. Trotzdem viel Spaß, los geht's. Holstein Kiel hatte es mit einer durchaus großen Pokalüberraschung geschafft, sich für diese Runde zu qualifizieren. Zu Gast der SV Darmstadt 98, der schon etwas länger im Achtelfinale steht. Darmstadt in den weißen Trikots hier mit dem Versuch nach vorne zu spielen von Christian Clemens, dann aber eine schlechte Hereingabe. Schlecht ist ein gutes Stichwort, denn besonders spannend und packend war diese Pokalpartie nicht. Das ist Jani Serra, der den Ball eine Weile lang halten kann. Mühling, Lee, schnell durchgespielt zu Jani Serra. Und in der 41. Minute das 1:0 für die Kieler Störche. Viel war tatsächlich bis dahin nicht von dieser Partie zu sehen. Keine wirklich tollen Torraumszenen, aber dieser Treffer, er entschuldigt doch einiges und entschädigt vor allem die Zuschauer daheim vor dem TV. Insbesondere die von Holstein Kiel. Zur Pause stand es dann 1:0. Das war durchaus in Ordnung. Nichtsdestotrotz atemberaubend war es nicht. Die Lilien mussten sich jetzt noch verbessern und sie kamen auch nach vorne mit Kempe und Nikolai Rapp. Das ist Hermann, der sich hier durchsetzt. Clemens mit der Flanke und Kopfball von Melen. Die größte Chance bis dato für die 98er, der Kopfball, aber dann doch etwas zu hoch angesetzt. Und die Zeit, sie wurde knapper. Serdar Dursun, wir sehen es, der holt sich die Bälle auch aus dem Mittelfeld, weil er vorne kaum mal bedient wurde. Melem und Rapp. Kiel etwas zu passiv, aber ganz große Ideen kamen auch nicht. Mai mit dem Ball zu Patrick Herrmann. Aber der Ex-Kieler hat Probleme mit der Ballbehandlung. Die Schlussphase Holstein-Kiel spielte das doch dann gut und souverän runter. Rehse hier im Abseits, eines der wenigen Offensivzeichen der Gastgeber im zweiten Durchgang, weil sie mehr dann auch nicht machen brauchten. Es blieb beim 1:0, knappes, aber nicht unverdientes Resultat. Kiel machte das, was nötig war und der SV Darmstadt war alles in allem zu ideenlos. Der SV Werder Bremen ist sicherlich gefasst auf die Spielvereinigung Greuther Fürth, denn die Fürther, sie schlugen auswärts auch noch Hoffenheim im letzten K.O.-Spiel, deswegen die weißen Gäste nicht mal unbedingt ganz große Außenseiter, zumal sie auch eine Top-Mannschaft in der zweiten Bundesliga sind. Und das unterstreicht spätestens in der 20. Spielminute David Raum, der hier aus Spitzenwinkel Jerzy Pawlenka überwindet, das 1:0 erzielt. Dass Pawlenka eigentlich in der Lage ist, solche Bälle zu halten, das wissen wir. 0:1 für den SV Werder Bremen wurde es jetzt tatsächlich eine richtig schwierige Aufgabe, weil Greuther Fürth auch einfach weitermachte. Raum gegen Gebre Selassie, das geht ja viel zu einfach. Diesmal ist aber Pawlenka schnell genug unten. Gebre Selassie kommt zwar hinterher, will dann aber kein Foul spielen, keine rote Karte und keinen Elfmeter vor allem verursachen. Deswegen Glück hier für Werder Bremen. Zweiter Durchgang und Greuther Fürth machte genau so weiter. Das war spielerisch gut, das war kämpferisch gut, das war einfach stark und auch hier super gespielt. Sebastian Ernst mit dem 0:2. Nach 52 Spielminuten stand hier die nächste doch große Überraschung im Raum, weil Greuther Fürth einfach da weitermachte, wo sie zuletzt auch in Hoffenheim aufhörten. Bremen musste jetzt kommen und tatsächlich gelang es ihnen dann auch mit Bittencourt. Pass zu Eggestein und da wackelt das
Gebäck. Riesenchance, sehr guter Abschluss von Maximilian Eggestein. Da zittert die Latte, aber mehr eben auch nicht. Greuther Fürth war auch drauf und dran. Dann hier mit dem 0:3 alles klar zu machen. Meierhöfer mit der Flanke, Kopfball Seguin, aber der geht vorbei. Diesmal muss Pavlenka nicht eingreifen. Trotzdem kein schlechter Kopfball. Geht aber auch relativ deutlich vorbei. Die Zeit lief den Bremern davon. 88. Spielminute mit den letzten Kräften. Aber sie brauchten ja zwei Tore. Bittenkurt. Greuther Fürth diesmal eigentlich gut geordnet, aber nicht gut genug für den Schuss von Jean-Manuel Mbom. Super Schuss, super Tor, starker Ball unten rechts rein für Sascha Burchardt, nicht zu halten, aber es war nicht mehr als ein kleiner Funken Hoffnung, der am Ende nicht mehr zu einer Flamme wurde. Greuther Fürth schmeißt tatsächlich den SV Werder Bremen mit 2:1 aus dem Pokal. Dass der BVB haushoher Favorit gegen den SC Paderborn ist, das muss man hier sicherlich niemandem erzählen, aber der SC Paderborn, er kann auch sehr unangenehm werden. Das hat der BVB in der letzten Bundesliga-Saison von Paderborn hier mitbekommen. 3:3 endete das da und dort führte Paderborn mit 3:0. Hier aber war vom BVB eigentlich eine andere Mannschaft auf dem Feld. Trotzdem die größte Chance im ersten Durchgang gehörte Paderborn und das war die hier von Bürki entschärft. Vom BVB kam nach vorne relativ wenig. Paderborn hielt einfach gut dagegen und war tatsächlich sogar die bessere Mannschaft. Michel zu Srebeni. Der einzige in guter Form oder in Normalform war Roman Bürki hier zwischen den Pfosten. Guter Schuss von Srebeni, dann aber auch eine sehr gute Reaktion seitens Roman Bürki. Der anschließende Eckstoß von Führich getreten. Schallenberg. Michel. Und wieder Bürki. Es war für den Sportclub tatsächlich zum Verrücktwerden. Das sind sehr gute Möglichkeiten, sehr gute Chancen. Diesmal Bürki. Ja, mit allem, was er hat, hält er noch die Fingerspitzen rein. Der anschließende Eckstoß dann aber flog den Paderbornern um die Ohren. Konter über Haaland und wir wissen, wie gefährlich das enden kann. Sancho zu Reus und 1:0 BVB. 67. Spielminute. Der erste konstruktive Angriff. Er hat deutlich über eine Stunde auf sich warten lassen, aber er ist mit Erfolg und Konsequenz zu Ende gespielt und sichert dem BVB den Einzug ins Viertelfinale. Der SC Paderborn konnte sich nicht mehr aufraffen und weiß gar nicht, wie das eigentlich funktionieren konnte. Sie waren die bessere Mannschaft, aber am Ende fehlte eben das Tor. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Die Ergebnisse im Überblick. Morgen kommt Teil 2. Bleibt gesund und adios.